Komm schon, nur noch ein Stück. Sims, hol die Trage. Sieht aus, als wärst du ein richtiges Glückskind. Wir werden die beiden nicht umsonst verlieren. Wir setzen hier alles, Belle. Alle Chips wandern auf den Tisch. Du musst am Ball bleiben. Wachsam. Fokussiert. Sims, bereite die Spritzen vor. Alle. Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Er nützt uns jetzt nichts mehr. Bleib wach, Belle. Du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Verdammt, durch die Augenhöhle. Bist du dir da wirklich sicher? Ich schätze, wir tun es. Belle, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Einmal noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Wir hatten eine Mission. Denk nach, Belle. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt, Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Belle. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Belle? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich, vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir ein M16. Oder vielleicht war es eine andere Waffe. Es war die M5, ich weiß es noch. Zu viel Geräusche. Fuck. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit daneben geschossen. Mensch, was? Willkommen zu einer weiteren Folge von COD Black Ops Cold War. Ich bin tot. Was ist passiert? Versuchen wir es nochmal. Ich weiß. Und wir sind in der Gehirnwäsche sozusagen. Oder vielleicht war es eine andere Waffe. Ja, was? Wir gehen nochmal komplett durch in unseren Kopf, was im Vietnamkrieg wirklich passiert ist. Ja, was soll ich denn hier machen? Okay, sterben darf ich nicht. Weil sonst ist meine Gehirnwäsche nicht richtig. Boah, ich erkenne wegen diesen Filtern nichts. Ist extra so ein Filter drauf. Merkt ihr das? Mein Gott, ey.
Oh Gott, oh Gott. Alter, wie gut treffen die denn bitte? Das ist alles nur ein Traum. Alles gut. Aber im Traum können die mich ja richtig gut treffen. Ja, Junge, was soll ich denn da machen? Versuchen wir das noch. Ja, Junge, die treffen ja besser als mein Leben. Oder vielleicht war es eine andere Waffe. Oder ich renne jetzt einfach durch. Ist mir jetzt kackegal. Scheiß drauf. Ich bin einfach nur durchgerannt. Scheiß auf mein Team. Die Masterflanke genommen. Die treffen halt immer noch super viel. Alles super. Oh Gott. Hilfe. Ja, Bunky, du so. Bin auch gleich so Bunky. Die übrigen wird Kong flohen zu den Bäumen. Ja, ich flieh auch. Nee, weg mit euch. Oh Gott, oh Gott. Ah, die verfolgen mich. Okay. Alles super. Gut, ich war jetzt irgendwo in der Wildnis, das weiß ich. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Ich bin Linkshändler. Na gut. Runter, auf den Boden! Wirtkong! Gehen wir dicht ran, mit Messern, unten bleiben. Mit Messern unten bleiben, naja. Nutzt das Gras als Deckung. Sie werden uns nicht kommen. Ganz ruhig. Ah, das ist mitnahm. Aber ich hatte nicht im Sinne, dass sie eine Granate geworfen haben. Und viel Glück bei der Mission. Hatte das wirklich gesagt? Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite. Also hast du nachgesehen. Warte, ich bin erstmal hier den... Well. Ich will, dass du umdrehst und in die Höhle gehst. Nein, nein, ich bin hier hochgegangen. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurück zur Höhle. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Na gut. Bell tritt langsam weg. Ich bin wieder da. Aber so halb eingenickt. Bin hier in die Höhle gegangen, eindeutig. Du griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Was? Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Agenten. Uh-oh. Zeit, eine Granate reinzuwerfen. Das habe ich eindeutig gemacht. Wirklich in Vietnam solche Höhlen? Das ist bestimmt ein Fehler meines Gehirns. Hier geht's weiter. Ich bin durch den Fluss durch die Pfützen. Dann habe ich den niedergestreckt. Ich wusste, dass es ein Russe war. Oh Gott, oh Gott. Komm noch mehr. Ja. Ich hab dich daneben geschossen. Jawohl. Und dann bin ich noch weiter lang gegangen und fand noch mehr Russen. Oh Gott. Ganz ruhig. Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Ich glaube nicht, dass ein Sowjetbunker so riesig ist, sondern so eine kleine Tür. Ja, die rote Tür. Ja, gut, der Bunker. Jetzt erzähl mir von Perseus.
Tschüss. Wir waren fast da. Starten wir Nummer 6. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Wir sind jetzt komplett verrückt geworden, also... Ich glaube, jetzt sind unsere Gedanken ganz falsch. Ich bin einfach durchgerannt, wie immer. Bell ist einfach durchgerannt und hat die Vietnamesen nicht beachtet. Er beachtet auch nicht das Feuer. Er war wie der Schatten. Keiner hat ihn entdeckt. Lol. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. So muss ich jetzt... Was, wenn ich rechts gehe? Aber der sagt links. In deinem Bericht heißt es, der Bunker war links entlang, nicht rechts. Das ist nicht richtig. Kann Bär mich noch hören? Bär ist eingeschlafen. Hörst du noch etwa? Das hätte uns alle das Leben kosten können. Wärst du in meiner Einheit, würdest Bell, dir fiel eine Strickleiter zu einer höher gelegenen Brücke auf. Die Brücke führte zum Bunker, also stiegst du die Leiter hoch. Was ist, wenn ich jetzt... Bell, geh zurück und klettere die Leiter hoch. Der Bunker liegt in dieser Richtung. Was, wenn ich jetzt hier reingehe? Bell, da ist der Bunker nicht. Kehr sofort um. Ich mach einfach genau das Gegenteil. Sims, das ist Szenario Nummer 17. Ich bin in irgendeine Höhle reingefallen. Ein Tunnel? Du... Okay, du zogst deine Waffe und holtest die Taschenlampe raus. Man überall so... Fallen. Kann ich nicht aufschießen, schade. Ist hier ein Puma oder so? Okay, dann geht's hier weiter. Hallo? Gott, aber das ist so ein Bossraum oder so. Hilfe. Da geht's. Oh! Was war das? Ah! Ein verrückter Zombie! Sind wir jetzt auf einmal im Zombie-Modus? Ah! Oh, da kommt noch mehr. Schnell weiter. Oh Gott. Geht doch weiter. Da geht's nicht weiter. Oh, verdammt nochmal. Wo muss ich hin? Hier lang. Nein, hier geht's auch nicht weiter. Ich hab nicht mehr viel Muni. Scheiße. Die lachen mich aus. Lüg mich nicht an, Bell. Fang nochmal an und sag mir, wie du Perseus getroffen hast. In einer roten Tür. Oh Gott, ein das Labor? Ist voll gruselig. Da stimmt doch was nicht. Bell ist im Labor? Hilfe, dieser Gang. Alter, das wird gerade so ein Horrorspiel. Geh ich hier rein? Nee. Hier geht's auch nicht rein. Oh mein Gott. Ich bin schon so kaputt. Da bin ich. Zum Teufel machen die mit mir. Kannst mit Adrenalin versuchen. Mein Kopf, der tut schon so weh. Junge, die machen einfach eine fucking Gehirnwäsche mit mir. Also gut, Bell. Das war es, wonach du gesucht hattest. Perseus war da drin. Hört auf, mich mit Drogen voll zu pumpen. Ah, da bin ich nochmal. Und hier? Da sitze ich.
Werden sie mich foltern. Ihr kleinen Scheißbastarde, Alter. Ihr kriegt so auf die Fresse. Oh nein, ich komme hier nicht raus. Okay, ich muss leider mich auf den Folterstuhl setzen. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Man muss Vertrauen aufbauen, indem man eine gemeinsame Geschichte kreiert. Wir haben eine Mission. Noch eine Dosis. Wir wiederholen Szenario Nummer 6 nochmal. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht wartest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Ich hatte doch keinen Granatenwerfer. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Und warum sind jetzt hier so viele Atlas? Ich glaube, mein Gehirn ist gerade ziemlich am Arsch. Aber die foltern mich auch die ganze Zeit. Das wundert mich doch. Okay, ich bin wie immer einfach durchgerannt. Hab die Atlas nicht beachtet. Alles super. Hab den einen Adler abgeschossen, genau, den anderen auch noch. Und bin einfach durchgelaufen. Das sieht dir gar nicht ähnlich. Doch. Alter, boah, ich bin ganz ziemlich am Arsch hier. Alles wirre Gedanken. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den viel benutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Na gut, dann gehen wir halt zu den Linken. Wie viele Spritzen kann er vertragen, bevor wir sein Gehirn haben? Da waren noch mehr Vietnameser. Kann nicht mehr viele Spritzen aushalten. Du hast erwähnt, eine Brücke bei einem Dorf überquert zu haben. Der Bunker war irgendwo auf der anderen Seite. Ah. Ja, was? An der Gabelung folgtest du der Straße nach rechts, wo du Schüsse hören konntest. Mein Gehirn. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Ich brauche einen Psychologen. Roger, Heli ist unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Aber wir waren mitten im Krieg. Irgendwo haben wir dann einen Bunker gefunden. Ich hatte doch keinen 1941er. Weißt du so? Man sieht leider den Namen nicht. Ich glaube, sie heißt 1941er. Helikopterunterstützung! Ist doch eine gute Ein-Mann-Armee sein. Bedrohung neutralisiert. Zurück zur Basis. Wann war der Heli laut? Okay, wir gingen durch das Brennende. Ja. Das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Ich ging rein durch die rote Tür. War aber zu. Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf! Ah! Ich kann nicht mehr. Ich bin voller Drogen. Drogenrausch. Sims, gib Bell noch eine Spritze. Nein, nicht noch einer, sonst werde ich komplett am Arsch. Sofort! Was für ein verdammter Mist! Hilf mir jemand, Bell festzuhalten! Ich bin komplett am Arsch. Was macht ihr mit mir? Was ist hier? Halt durch, Bell. Du packst das. Spielen. Ich glaube, es geht wieder. Nee, ich hab ein Spiel gefunden. Nee, das wollen wir jetzt nicht hier machen. Okay, ich ging durch eine rote Tür. Und dann wurden die Türen zugemacht. Geh durch eine Tür. Ja, und dann ging ich hier lang und dann war hier jemand drinne.
Und dann hat er wieder zugemacht und alle Türen gingen immer zu. Ich kann nicht mehr. Ah, da waren da zwei Uhren. Und der, hör auf, dich im Kreis zu drehen. Der Raum wurde immer enger und enger. Hör auf, dich im Kreis zu drehen. Hilfe! Oh, jetzt war wieder alles Standard. Diesmal hängen da drei Uhren. Und der Gang, der war so lange. Und so lange. Hör auf, meine Zeit mit diesem Flur zu vergeuden. Ja, diesmal ging ich andersrum. Dann war da eine rote Tür. Ich ging da rein. Was, das Labor? Was zum Henker macht Bell im Labor? Da war ein Büro. Oh! Vergiss das scheiß Labor. Ich muss wissen, was mit dem Bunker ist. Okay, okay. Ich war im Bunker drin und dann war da jemand drinne in diesem Konversationsraum. Genossen, die USA und ihre Verbündeten. Verzehre mal das Buch. Da war da so ein PC. Also, er hat's gespeckt. Und ich konnte über Perseus googeln. Perseus. Und ich hab die Sprache nicht lesen können. Wir kennen uns seit Jahren. Die Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Haben in Vietnam die Hölle erlebt. Wer war meine Mission? Überlebt Bell noch eine Runde? Ich hab keine Ahnung. Tu es. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Da waren wir schon. Springe zur nächsten Stelle. Okay. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Also, der Bunker war in diese eine Ruine, war, ich glaube schon... Geh jetzt in den Bunker. Dann ging ich in diese rote Tür rein. Dann war vorne ein Konversationsraum. Ich glaube schon. Ich setzte mich hin, das war auf jeden Fall so. Dann war da drei Bildschirme mit einer Uhr. Es waren vier. Nur du weißt, wo Perseus steckt und wo er die Atombomben zünden wird. Wo ist er, Bell? Also ich war in diesem Raum. Die USA und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung. Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Ich muss wirklich zugeben, diese schnelle Erholung überrascht mich. Wir haben alles versucht. Normale Verhörmethoden waren wirkungslos. Den Willen eines Subjekts zu brechen und das Gedächtnis zu löschen ist schwierig und schmerzhaft. Das ist ein recht kleiner Preis. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Soll ich etwas über meine Zeit in Vietnam erzählen? Zuletzt braucht man eine Kommandophrase, um die eingepflanzten Erinnerungen zu triggern. Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Wer hat meine Mission? Du musstest zum sowjetischen Bunker. Programmierung des Objekts scheint sich festzusetzen. Wir haben eine Mission. Wir kennen uns seit Jahren. Haben zusammen gekämpft, geblutet und gemeinsam in Vietnam die Hölle erlebt. Wir haben eine Mission. Wo das Training abgeschlossen ist, braucht das Objekt nur noch einen Namen. Bell. Ja.